Hallo, willkommen zurück bei Soma. Wir haben das Strukturgel. Und bringen es jetzt zurück, glaube ich jedenfalls, dass wir das tun müssen. Und dann können wir auch schon den Cortex-Chip holen. Und dann brauchen wir noch einen Akku. Keine Ahnung, wo der liegt, aber das finden wir dann schon. Ja. Ich dachte, wollte, kann ich eigentlich nochmal mein Inventar öffnen? So, toll. Und jetzt? Das muss ich doch hier irgendwo einsetzen können. Da vielleicht? Hä? Strukturgel muss man doch irgendwo hier jetzt einsetzen können. Boah, ey, so manchmal macht mich das Spiel hier ganz verrückt. Sag mir das doch mal bitte. Aber ich hab... Ich konnte ihn aber eben nicht nehmen. Ich gehe nochmal zurück. Bitte keine Monster jetzt. Fick dich, fuck you, ich hasse dich. Das ist mein Freund, ich muss vor dem keine Angst haben, der will mir helfen. Mhm. Der fällt mir bestimmt irgendwann in den Rücken, wenn ich es am wenigsten erwarte. So. Okay. Also. Wir brauchen das Dingens hier. Aber ich kann es nicht nehmen. Oder wie? Hä? Ich bin verwirrt. Wieso kann ich das jetzt nicht nehmen? Da muss doch gehen. Ich mach da mal noch so ein bisschen Zeug drauf. Das wird helfen. Oder auch nicht. Vielleicht brauchen wir noch einen anderen Chip, der hier irgendwo rumliegt. What? Ja. Ja. Ich will nicht mit dir reden. Hä? Gott, das Chip. Ah, vielleicht hier in den Schubladen? Nee. Nee. Ach so, wir können ja auch mal durch die andere Tür gehen. Da war nämlich noch eine. Vielleicht müssen wir erst dahin. So. Es kommt bestimmt wieder der Typ hier. Für mich. Ja, ich bin vorbereitet. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Okay. Was sind das für Geräusche schon wieder? Mann! Okay. Okay.
kann es sein, dass es da unten gar nichts gibt, was mir hilft, oder wie? Ist hier was? Nö. Okay, das scheinen verschiedene mutierte Fische zu sein. Die sehen voll cool aus, aber auch nicht mehr wie Fische. Naja, die hier schon. Aha. Hier ist nix. Okay. Oh, wir nehmen erstmal die Blume da, damit ich wieder geheilt bin. Ist jetzt eh schon egal, wir sind eh schon voll gepumpt mit dem Zeug. Was sind das für Geräusche? Warum geht das Licht aus? Warum? Hat das Ding hier das Licht versorgt? Naja, wenigstens können wir jetzt wieder klar sehen. Das ist ja auch mal ein Fortschritt. Was haben wir denn hier so? Krimskrams? Laborkram? Was ist das hier? Können wir das öffnen? Nee. Und hier haben wir Ratten. Tote Ratten. Was ist das? Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier noch machen soll. Das hier geht auch nicht, ne? Nee. Oder ist da vielleicht was drin? Ah, tatsächlich. Ross und die Wow. Paula Lansky konnte einen Zusammenhang zwischen dem überlasteten System und der Leiche von Dr. Ross herstellen. Ich konnte die Leiche ein paar Sekunden lang in einem Glasgefäß abschirmen und beobachtete währenddessen einen starken Abfall der Messwerte. Wenn wir Ross wirklich in Omikron 1 behalten müssen, dann sollten wir versuchen, irgendwie eine permanente Barriere zur Vermeidung schwerer Systemfehler zu errichten. Ross Wiederaufladung. Wow arbeitet definitiv an der Reparatur von Ross Leiche. Das ist mit Abstand das Verrückteste, was ich jemals erlebt habe. Auf irgendeine Weise bombardiert die Wow, die primär auf das Strukturgel in den Wänden beschränkt ist, die Leiche mit jedem System, auf das es zugreifen kann. Das Glasgefäß wird mit einer schädlichen Menge an Elektromagnetismus und Strahlung umgeben, die das Gel zu steuern scheint, das sich bereits in Ross Körper befindet. Bin mir nicht sicher, was die Wow nach seiner Wiederherstellung erwartet. Aber wenigstens sollte all der Wahnsinn aufhören, wenn der Körper 100% erreicht. Okay. Heißt das, der läuft hier vielleicht rum? Oder wenn er nicht hier rumläuft, dann vielleicht woanders? So, ich glaube, wir können nochmal nach unten und da gucken. Angst, dass das Viech hier wieder irgendwo kommt. Hallo? Hallo? Au, das ist auch offen. Cool. Bitte bleib tot, okay? Bitte jetzt nicht aufspringen oder so und mich festhalten oder irgendwas. Ach, hier kommen wir nach oben. Sieht eigentlich alles okay aus?
Ah, ich habe ein schlechtes Gefühl. Was ist denn hier? Ah ja, hier ist die... der Mittelteil. Okay. Ach so, hier ist noch zu. Ah, da ist auch noch zu. Oh, was denn? Was denn? Hört doch mal auf. Viele tote Menschen. Okay. Will ich da rein? Und die haben wieder alle keine Köpfe. Ich wette, der Mann mit dem Helm hat auch keinen Kopf. Ja, war klar. Gut. Ist beruhigend. Okay, die werde ich wahrscheinlich wieder alle nicht abhören können. Kann ich das irgendwie öffnen? Was ist das hier? Ist das... Ach so, das ist noch zu... Ja, zu schade, aber auch... muss ich erstmal wohl wieder gehen? Habe ich kein Problem mit. Wow, der Typ ist weg. Oh nein. Warum ist der Typ weg? Wo ist der? Och nö. Oh, das war ja klar, dass irgend so eine Scheiße passieren muss, ey. Wo ist der? Okay, was ist das? Sieht eigentlich aus wie Moos, könnte aber auch Kotze sein. Der ist aus. Oh, was haben wir hier? Ist da was? Structure gel without flattening the configuration? Jesus, that was a mouthful. You've been listening to Cameron, that's for sure. What do you want, Raleigh? Can you blame me for trying to figure this out? I've been having the dreams too, you know. I don't know what to believe. Oh, I know. Everything from the sudden signal amplification at Black Boxes to having a comatose Dr. Ross locked up in the glass jar. We've all been going a bit nuts. Tell me about it. Feels like my head's about to explode. Hypothetically speaking, could we stop the WoW from mutating? It doesn't work like that. Even if there was a site alpha? Hypothetically speaking, I guess we could try. Rally, are you recording this?
Hier ist ja sonst nichts. Ach doch, da. Nee, ist auch nichts. Müll ist auch nichts. Ich glaube, wir finden hier nichts. Ach Mann, ich habe jetzt gar keinen Bock auf dieses Scheißding da. Ach so, oh Gott, ich habe schon Halluzinationen. Ich dachte gerade, der verfolgt mich. Mann. Warst du nicht vorhin noch da an der Wand? Klar warst du noch an der Wand. Warum bist du denn jetzt da? Nee. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Das ist ja auch zu. Wieso ist denn das jetzt auch zu? Da geht's ja nur raus, also muss ich wieder hoch. Ich muss jetzt eigentlich zwangsläufig diesem Viech über den Weg laufen. Das ist doch der einzige Weg noch. Ich will aber nicht. Oh, ach so. Oh ja, okay. Nicht erschrecken, bitte. Wo ist das? Es würde mich nicht wundern, wenn der jetzt irgendwo liegt oder so. Sich einfach und einfach wieder gesund wird. Und mich dann tötet, natürlich. Mann, oh. Hilfe. Catherine, Hilfe. Go look for a robot cortex chip. Ah, du bist scheiße. Ja, ich weiß ja, wo der Chip ist, aber ich kann ihn nicht nehmen. Oder ich mache irgendwas falsch. Wahrscheinlich mache ich irgendwas falsch. Aber ich gehe da jetzt nochmal hin. Furchtlos. Wie ich nun mal so bin. Ja, also ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann ich vielleicht dieses Ding da noch mal rausnehmen? Aber das kann ich? Ne, kann ich nicht. Dann denen irgendwas machen? Aber vielleicht kann ich das füllen mit so einem Zeug. Ne, ja, aber wie soll ich das da reinstellen? Das geht ja.
geht ja gar nicht. Es ergibt gar keinen Sinn, was ich hier tue. Passt auch gar nicht rein. Arme Maus, es tut mir so leid. Ich würde ja nach wie vor sagen, ich brauche das Ding hier. Einfach. So kann ich das nicht nehmen. Nö, geht nicht. Und der Maus habe ich ja auch schon mehr gegeben. Von der kann ich ja auch nichts nehmen oder so. Ne. Ich muss da wahrscheinlich noch irgendwas reinlegen, aber... Aber was? Hier ist ja nichts, was ich nehmen könnte. Also, außer... So irgend so ein Dödelkram halt. Verstehe ich nicht. Tja, das hier... Was? Ach so. Ja, stimmt. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ungefähr das passiert. Nein. Ach, Mann. Keine Ahnung. Ich hätte vielleicht noch gedacht, dass ich mein Strukturgel da drauf machen muss, aber ich kann das ja auch nicht benutzen hier. Also, Und sonst habe ich ja nur so Cremes. Damit kann ich nichts machen. Na, jetzt könnte mir das Ding wirklich mal helfen. Das hier hilft mir ja auch nicht weiter. Ich meine, wir können noch mal eine Sache ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Wir könnten einfach noch mal die anderen Schalltafeln angucken. Aber keine Ahnung, wir haben diesen Notfall-Dings hier aber schon ausgelöst.
Oh Gott, hier redet immer jemand. Hilfe. Ich meine, es gibt ja keinen Notfall-Button mehr. Okay, könnte aber sein, dass es oben und unten tatsächlich noch einen gibt. What? What? Lass mich bitte in Ruhe. Ich will... Nein. Ja. Pff, keine Ahnung. Guck mal. Ich kann es jetzt zur Not rausschneiden. Nee. Ach. Okay. Moment. Wir leiden, stand da gerade. Ich glaube, das geht tatsächlich. Nee, doch nicht. Hä? Moment. So, wahrscheinlich. Immer diese lauten Geräusche, fürchterlich. Okay. Ja gut, dann weiß ich auch... Boah. Hey, die Geräusche. Mann. Dann weiß ich auch, wie wir oben weiterkommen. Nämlich genauso. Hm. Okay, jetzt aber vorsichtig. Oh nee, da ist wieder jemand. Der lebt auch noch. Oder ist das derselbe Typ? Scheiße, ich habe jetzt auch so viel Zeit verbummelt mal wieder, ne? Dass wir überhaupt nicht vorangekommen sind. Naja. Egal. Erstmal die Tür schließen. Was ist das? Ein Roboter? Cortex-Chip. Oh, ein Cortex-Chip. Das, was ich davon hatte, war gar nicht der Cortex-Chip, oder wie? Achso. Ja, aha, wir müssen ein Rätsel lösen. Ach so, okay. Moment. Ach so, wir müssen wahrscheinlich alles ver... wir müssen links und rechts wahrscheinlich miteinander verbinden, oder? Oder auch nicht? Vielleicht auch nicht. Oder wir müssen alles in einen Kreislauf bringen? So. So. Offensichtlich nicht. Moment. Aber das geht doch gar nicht, dass sich alles miteinander verbinden kann. Vielleicht brauche ich erst einen Hinweis darauf. Naja, aber das schaffen wir jetzt eh nicht mehr, denn die Aufnahme endet gleich. Also, vielleicht müssen wir hier was eingeben. Also würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich dann mit einem größeren Erfolg. Bis dann. Tschüss.